Digga, jetzt haben wir den Katana-Schwinger. Ja, bin draufgegangen, das muss ich so akzeptieren. Da muss halt Leonardo wieder richten. Bei 100 kriegen wir ja auch wieder ein Leben dazu. Ich hasse diese Mausers. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich diese Gegner nicht mag. Ja, der schießt einfach noch quer nach oben. Gab es hier Joker und Resa gar nicht in diesem Spiel? Weil es halt 10.000 verschiedene Versionen hiervon gibt. Das ist es hier. Na, das darf nicht wahr sein. So, Ruhe hier. Die, ey. Moment, kann man die von hinten? Oh nein. Mann, ich bin am Triggern hier. Ja, da kommt es auf die Idee, mich von hinten anzugreifen. Meine Herren. Aber wenn das lag geht, dann werden das auch drei Parts. Oder vier, ich weiß nicht mehr, was kommt. Ich hab da so ein Filmriss. Wenn zu viel aus diesem Franchise auf... Ich hab den Stern gesehen. Ich hab gedacht, der trifft mich nicht. Aber wenn hier nur vier Gegner auf dem Bildschirm sind, bei... Ah, beim SNES habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube, da waren's. Zum Teil mehr. Und der widerlichste Abschnitt kommt gleich noch. Mit Turtles Frog geschostet. So. Können das Spiel ja mal genauso spielen, so wie die es einem immer vorschreiben. Aufregend. Brauchen wir ja auch nur fünfmal länger für das Spiel. Dass die Gegner das so abpassen. Ich weiß nicht, ob ich das... als Absicht deklarieren kann oder ob das einfach nur zufällig ist. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel es von... Ja, wir haben Leben dazu gekriegt. Sind wir wieder genau da, wo wir... Fast genau da. Wo wir vorher waren. Auch geil, dass das nur uns betrifft und nicht die Gegner. Und nein, ich meckere nicht über das Spiel. Das ist einfach nur... Ich könnte mal sagen, meckern auf hohem Niveau, aber das ist eigentlich Liebe. Ich liebe das Turtles-Franchise. Damals auch als Kind immer gern die Cartoon-Serie morgens im Fernsehen geguckt.
konnte man mit dem Videorekorder das noch aufnehmen. Ah gut, ein Leben haben wir gleich verloren, aber das ist egal. Wir haben ja noch genug. Und sollten wir es mit Leonardo da Vinci nicht schaffen, dann haben wir ja noch einen Michelangelo. Dann haben wir alle vier durch. Hm. Immer drauf. Oh, nee. Alter, das ist die... Boah, immer dieses Rennen, ne? Das... Ich bin alt, ich kann nicht mehr so schnell reagieren, mein liebes Spiel. So, wir haben mal machen das die Gegner jetzt extra, dass die sich in dem Strahl aufhalten. Na gut, da bleibe ich halt hier. Oh, immer auf die 12. Ah, jetzt kam, glaube ich, noch... Nein, es kam Crank. I'll show you power of Super Crank. Ja, den Text kennen wir ja. Ich mag ihn nicht. Ist ja nichts anderes wie der... Geil, dem war. Ja, du musst dich schon entscheiden, wo du hin willst. Na! Falsche Richtung. Wo lernen jetzt hin? 2, 3. Ja, was jetzt? Achso. Ah, in die falsche Richtung geschlagen. Mann! Jetzt will er mich aber... Wir müssen immer aufwarten, bis er... die dritte Rakete abgeschossen hat. Dann lacht er. Jetzt kommt er mit seinem Bubble. Oh, da hat er mich erwischt. Alles klar. Naja, er will wieder zuschlagen. Aber wie gesagt, wenn man einmal... Ja, Bubble, Bubble. Wenn man einmal dieses Angriffsmuster... So. Raus hat, dann... Ist er nicht so schwer. Ich hoffe nur... I couldn't stop you, but Super Shredder will. Kommt jetzt nicht erst sogar noch ein Aufzugslevel? Ja. Und direkt haben wir schon die Foodies hier drinne. Komm du zu mir, ich habe keine Lust zu dir. So. Weil die Pizza will ich mir aufsparen. Stimmt, hier ging es ja nach unten. Bei Teil 4 ging es nach oben. Diese Senffarben.
Das sind die Senf-Ninjas. Die Blauen, die Hamburger oder die Bielefelder. Weil, Fußballfarbe. Obwohl, ich glaube eher, dass das angelehnt ist an Leonardo. Wegen Katana. Dritter Stock, Damenunterwäsche. So. Ja, vor allem, er will den hinter sich angreifen, obwohl vor ihm der Gegner steht. Also, weiß ich nicht, was ich davon... Ich glaube, jetzt nehme ich die Pizza. So. Mit dem Fuß. Tippel, tippel. Okay, von denen kommen maximal immer 6. Auf dem Bildschirm. Foot Ninjas 4 und diese anderen, diese Rollviecher, habe ich bisher auch nur 3 erlebt. Also solange jetzt nicht gleich die kommen mit... ich soll es nicht beschreien. Okay, der hat mich erwischt. Du Standard-Ninja. Jetzt werde ich in der Ecke vom... Ey, das ist... Das ist Mobbing. Mann. So. Tür zu. Letztes Stockwerk. Ich will hier... Ich kann mich aber aus dem Buch. Die haben Jutsu eingesetzt. Nicht Naruto waren die ersten, die Ninja-Viech. Genau die meine ich. Ist mir jetzt egal. Wenn ich jetzt ein Leben verlieren sollte, das ist nicht tragisch. Wir haben noch. Ja, du sollst nach vorne angreifen, du dumme Nuss. Ja, gut, jetzt weiß ich auch, was im Renop. Ja, gut, der letzte ist ja Banane, der stört uns ja nicht. Den können wir ja so drauf prügeln. Aber trotzdem, die mit ihrem scheiß Schutzschild. So, da ist er. Super Schredder und er ist super angefressen. Now I'll show you the real power of a Hyperstone. Mann, ich treffe ihn nicht. Shredder ist schon fies. Weil man ihn einfach nicht trifft. Mehr oder weniger. Okay, wieder Feuer. Nein! Hat er mich mal getroffen. Alter, wie... Ja, jetzt ist... Ey, das ist... Fies, dass er sich dann einfach so neben einem hinstellt. Nein, dann erstmal so 2-3 Mal in Arsch tritt. Ja gut, wir dürfen ihn nicht berühren, solange er diese Aura um sich rum hat.
Gleich haben wir ihn. Gott sei Dank. Na, wir warten noch ein bisschen. Jawohl! Haben ihn! Aber wie er auch so die Arme verdreht. So. Gut, ihr seht das nicht. Ich mach das gerade nach. Nun wären es wohl doch 4 Parts. Wenn ich so auf die Zeit gucke. Der Hyperstone. Doch, von dem gab es einen Cartoon-Film. Definitiv. Splinter steht aber eine Menge. Stört keinen. The evil villain, Shredder, has been defeated. And our city has been returned to its normal size. Who is really responsible for saving the city? Ich glaube, in dem Cartoon-Film ging es sogar wirklich darum, dass er die Stadt geschrumpft hat. Na, er jumpt da einfach mal durch. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, das war Hyperstone Heist aus der Cowabunga Collection. Ich habe momentan sehr, sehr Turtles-lastig auf meinem Channel. Aber ist ja auch nichts Verkehrtes. Ein bisschen Retro, why not, ist ja auch nicht verkehrt. Ich bin der Anker-Teils und verabschiede mich von diesem wunderschönen Spiel. Aber einmal eine Frage an die Zuseher, wenn denn noch überhaupt noch welche da sind. Als das Spiel rauskam, also war so mal 92, wart ihr da schon auf der Welt oder noch nicht? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Altersforschung betreiben. Schreibt mal unten in die Comments. Ansonsten Abo nach wie vor kostenlos. Liken und so weiter. Ihr kennt das Spielchen, man hört es von anderen ja auch. Und bis dahin verabschiede ich mich erstmal bis zum nächsten Projekt und sage auch wieder, geh schauen.